Wenn ihr das Buch Joel tatsächlich bis zum Ende gelesen habt, habt ihr ein Kapitel 4 entdeckt. Und in dieses Buch Joel und dieses Kapitel 4, da tauchen wir heute zum allerletzten Mal gemeinsam ein in diese Serie. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, oh, jetzt habe ich zweimal verpasst. Ich habe Joel in letzter Zeit gar nicht gelesen. Ich weiß nicht mal, wo ich den finde. Ich habe keine Ahnung, was da drin vorkommt. Kann ich sagen, entspann dich. Ich nehme dich da ein bisschen mit rein und helfe dir, den roten Faden aufzunehmen. Und will dir sagen, ging es vor ein paar Wochen noch genauso. Wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, komm, wir nehmen dieses kleine Prophetenbuch aus dem Alten Testament. Und ich war auch erst mal am Fragen, was weiß ich denn überhaupt von Joel? Und ich habe mich dann aufgemacht, diese unbekannte Person ein bisschen zu entdecken und habe dann mal mit dem Steckbrief angefangen. Und ihr seht hinter mir, dass der Versuch des Erstellen eines Steckbriefs etwas gescheitert ist, weil nicht so viel bekannt ist über ihn. Und das Wissen, wer sein Vater war, hilft uns auch nicht wirklich weiter. Aber was wir wissen ist, er war ein Prophet. Und es ist ganz interessant, dass Gott ja Propheten gesandt hat und Propheten genutzt hat, nämlich um den Menschen zur damaligen Zeit ihre aktuelle Situation zu erklären, zu den Menschen in ihrem bestimmten Kontext, zu ihrer bestimmten Zeit auch zu sprechen. Und letzte Woche habe ich so ein schönes Zitat rausgekramt, vor zwei Wochen schon, das ich in einem Kommentar gelesen habe. Da ging es nämlich um die Aufgabe der Propheten und da heißt es, die Aufgabe der Propheten im Alten Testament war in erster Linie also nicht etwas vorherzusagen, so ganz weit in die Zukunft, sondern etwas hervorzusagen, etwas zu offenbaren, etwas klarzumachen, Gegenwart, die aktuelle Gegenwart geistlich zu deuten und den Menschen zu erklären, warum die Lage so ist, wie sie ist. Jetzt gerade kommt mir der Gedanke, wir bräuchten eigentlich auch mal ein paar Propheten, die uns erklären, warum die Lage so ist, wie sie ist momentan. Genau, und wenn Propheten gekommen sind, dann gab es manchmal ziemlich harte Worte. Das ist nicht immer so leichte Kost, das zu lesen. Also, aktuelle Situation erklären und gleichzeitig ging es natürlich auch in die Zukunft, weil es nicht nur Gerichtsworte waren, sondern auch immer Worte der Einladung, für die Menschen umzukehren, ein Leben mit Gott zu führen und dann dieses Wunderbare zu erleben, was daraus folgt, ein Leben mit Gott. Und bei jedem Propheten kommt auch immer wieder das Herz Gottes raus, diese Gnade, diese Barmherzigkeit Gottes, der ja immer wieder einen Neuanfang machen will, der immer wieder neu anfangen will. Er kann nicht anders, als immer wieder neu anzufangen, Neuanfang zu schaffen. Interessant fand ich auch einen Vers aus Amos, den wir uns vor zwei Wochen angeschaut haben. Da heißt es nämlich in Amos, und das fand ich so interessant, der Herr, der Mächtige, tut nichts. Er tut nichts, ohne dass er zuvor seine Diener, die Propheten, das wissen lässt. Finde ich eine ganz spannende Sache. Also Gott lässt Menschen nicht im Dunkeln, er redet zu ihnen. Und es bestätigt uns auch der Schreiber vom Hebräerbrief. Hebräerbrief ist ja ein Hammerbrief und der fängt mit einem wunderbaren Vers an. Da heißt es nämlich, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit. Durch wen? Durch die Propheten. Und zu wem hat er gesprochen? Zu unseren Vorfahren, den Menschen in der Vergangenheit. Und dann kommt der Hammer. Sagt der Hebräerbriefschreiber nämlich, jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn gesprochen. Und zu wem hat er gesprochen? Zu uns. Gott hat in Jesus zu uns gesprochen. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur einfach der Überbringer von Gottes Wort an uns,
sondern Jesus ist das Wort Gottes an uns. Es ist die abschließende göttliche Offenbarung. Alles, was Gott tun will, hat er uns in Jesus gezeigt. Und das, was wir an Jesus sehen, was Jesus, durch was er durch musste, wir und auch die ganze Welt dürfen durch das Gleiche tatsächlich auch durchgehen. Und Jesus ist dieser endgültige Neuanfang, den Gott mit seiner Welt und mit seinen Menschen tun wollte. Das für den Kontext vom Propheten Joel und wie Gott hier gesprochen hat. Und vor 2 Wochen habe ich euch, und jetzt können sich alle die durchatmen, die nichts mit Joel anfangen können, vor 2 Wochen habe ich euch nämlich eine Übersicht auch schon mitgebracht, damit ihr einordnen könnt, wenn ihr das Buch Joel lest, auch vielleicht heute Nachmittag nochmal oder jetzt gleich, wenn wir ins Kapitel 4 eintauchen, dass ihr so versteht, wo passt das denn genau rein. Also, die Übersicht, Kapitel 1. Da im Kapitel 1, da deutet Joel, wie ich das gesagt habe, die damalige Gegenwart. Und er redet von einer Heuschreckenplage, die entweder passiert gerade oder kurz davor steht und die eine Folge hat, nämlich eine nie dagewesene wirtschaftliche Katastrophe, totale Verwüstung. Das werden die Menschen erleben. So eine riesige Katastrophe, dass eigentlich keine Hoffnung mehr da ist. Und mit diesem dringlichen Weckruf von Joel, der so reinruft und sagt, hey, hört ihr mir eigentlich zu? Hört ihr eigentlich Gott zu? Da möchte er die Menschen zur Buße und zur Umkehr aufrufen und sagt, hey, lasst uns bitte wenden. Lasst uns bitte wenden. Denn wenn wir so weiterleben ohne Gott, dann endet es in Hoffnungslosigkeit und Zerbrochenheit. Und das gilt auch heute noch. Das ist so Kapitel 1, diese Heuschreckenplage. Und dann geht Joel ins Kapitel 2 und da geht er darauf ein, dass das, was die Menschen in Kapitel 1 gerade erleben, dass das eigentlich nur ein Bild ist, ein Hinweis auf etwas, was noch viel schlimmer sein wird, als das, wo die Menschen gerade drinstecken. Dass es nämlich irgendwann den Tag des Herrn geben wird. Für die einen zum Unheil und die anderen zum Heil. Und aufgrund dessen, dass irgendwann mal auch sowas kommen wird, ruft Joel wieder zur Umkehr und zur Buße auf und sagt eindringlich, dieser unbeschreibliche Gott, der so unbeschreiblich ist an Gnade, Barmherzigkeit, Geduld, Güte und den es bereut, dieser Gott, der hat sich uns zugewandt und er hat einen Herzenswunsch, dass wir uns auch ihm zuwenden. Bitte wenden. Bitte wendet euch und lebt mit ihm. Das ist auch die Botschaft, die im Kapitel 2 steckt. Und dann sehen wir, was passieren kann, wenn wir das tun. Weil Gottes Ziel mit Gericht ist es ja nicht, uns zu strafen und er will irgendwas rächen, sondern er will uns zur Umkehr rufen, er will uns zu sich rufen. Das ist sein Ziel, uns zu segnen und wiederherzustellen. Und am Ende von Kapitel 2 lesen wir dann von den wunderbaren Folgen, dass Gott jubelt. Gott jubelt, wenn wir uns zu ihm wenden. Sein Herz entfacht voll Liebe, wenn wir uns zu ihm wenden. Und es hat einen Einfluss, was wir hier lesen. Und zwar, das habe ich euch auch auf der Folie, da heißt es, und das haben die auch erlebt, hey, die Feinde, sie werden befreit von Feinden. Das, was wüst war, alles kaputt und zerfressen, dieses Land wird wiederhergestellt. Und das ist so ein gigantisches Bild. Und Gottes Gegenwart wird unter den Menschen sein. So endet dieses Kapitel 2. Das Volk wird nicht mehr zuschanden kommen. Und auch hier, alle diese 3 Punkte, die ihr gerade auf der Folie seht, die sind ebenso auch nur ein Bild, ein Schatten, ein Hinweis darauf, was eines Tages am Ende der Zeit passieren wird. Und merkt euch mal diese 3 Dinge, versucht die mal abzuspeichern, weil da kommen wir auch gleich nochmal dazu zurück und vertiefen das ein bisschen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass auf diesem Weg dorthin, zum Ende,
dass was Gigantisches, was ganz Wichtiges, was Entscheidendes passieren wird. Joel spricht nämlich eine Verheißung aus und sagt in Kapitel 3, das Entscheidende, was passieren wird auf diesem Weg dorthin, der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch, heißt er. Und das haben wir tatsächlich letzte Woche gefeiert. Das ist vor fast 2000 Jahren passiert. Und wir haben Pfingsten gefeiert. Und wir haben es nicht nur für ein paar gefeiert, die damals dabei waren. Wir haben es für uns gefeiert, weil die Verheißung was mit uns zu tun hat. Auch du und ich, wir haben auch den Heiligen Geist in uns. Er lebt in uns und er befähigt uns und er leitet uns in unserem Leben. Ist das nicht gigantisch? Yes. Genau, und ich dachte so, wir haben ja in der Predigtserie, da seht ihr hinten ja dieses, ist ja so dieses Schild vom Straßenverkehr. Bitte wenden. Und wenn man das, was wir gehört haben, so übertragen auf tatsächlich in den Straßenverkehr, dann war tatsächlich irgendwann mal der Heilige Geist daran beteiligt, als wir zum ersten Mal verstanden haben, wenn ich dahin fahre, lande ich nicht im Urlaub, nicht bei einem schönen Ort, nicht da, wo ich eigentlich hin sollte. Und der Heilige Geist hat uns geholfen zu wenden, bitte wenden. Und jetzt fahren wir in eine andere Richtung und sind konstant ja dabei, immer wieder auch uns zu helfen oder uns helfen zu lassen durch den Heiligen Geist, der jetzt unser Leben navigiert, ja, wie so ein schönes Navi. Könnt ihr immer überlegen, jedes Mal, wenn der Heilige Geist, wenn euer Navi zu euch spricht, könnt ihr ja so ein kleines Gebet auch sprechen und sagen, Mensch, Heiliger Geist, ich wünsche mir das genauso, wie mein Navi zu mir spricht, dass du auch zu mir redest. Das wäre doch mal was, oder? Und er hilft uns in der Navigation und bringt uns dorthin, wo wir mal hin sollten, wo die ganze Welt zusteuert, an das Ende. Und öffnet uns da immer wieder die Augen für unsere Reise, wo wir hin unterwegs sind. Und das bringt uns zu Kapitel 4. Wo geht die Reise hin? Wo fahren wir hin? Geleitet von ihm. Und in Kapitel 4 sehen wir das jetzt auch noch. Irgendwann kommt dieser Tag des Herrn. Und es beschreibt es so wie so ein wunderbares Friedensreich. Und wie in der Offenbarung 21, wo es heißt, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wir wissen, dieser Tag, das, was in Kapitel 4 beschrieben wird, das ist noch nicht gekommen. Darauf warten wir noch. Wir leben sozusagen am Ende von Kapitel 3 und warten auf Kapitel 4. So die zeitliche Einordnung mal ganz grob. Und ich finde es so spannend, wenn wir den Joel angucken, wie der das auf absolut eindrückliche Weise beschreibt, diesen Unterschied in diesem Buch zwischen Zerbrochenheit, Chaos, Katastrophe und dann am Ende dieses Hoffnungsbild, diese paradiesischen Zustände. Ein Leben ohne Gott und ein Leben mit Gott. Und da liegt ja diese große Spannung drin. Und ich glaube, die Spannung kennen wir ja alle. Diese Spannung zwischen Zerbrochenheit und Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man muss ja nur die Nachrichten anschauen. Und da werden einem Bilder gezeigt von ganz viel systematischer Zerbrochenheit. Von Gewalt und Tyrannei, von Ausbeutung, Menschenhandel, Verdrehung und Lüge, Stolz und Egoismus. Und du kannst die Liste jetzt ewig lang fortführen, in welcher Welt wir leben, was für eine Zerbrochenheit. Und wenn wir das anschauen, dann dürfen wir uns eins gewiss sein, so wird es nicht bleiben. Gott ist schon dabei, seine Welt zu erneuern. Und wisst ihr, was seine Methode ist? Wie macht Gott das? Das ist ganz einfach. Durch dich und mich. Seine Methode sind Menschen. Seine Methode sind Menschen. Menschen, die sich ihm zugewandt haben. Menschen, die ihn anschauen, die sich dadurch in ihrem Denken erneuern lassen, die zu Hoffnungsträger geworden sind, die befähigt sind durch den Heiligen Geist. Durch solche Menschen erneuert Gott seine Welt. Und wir dürfen erleben, wie das, was irgendwann mal sein wird in der Zukunft, jetzt schon in unserem Alltag, unter uns durchblitzen
durchblitzen kann. Das dürfen wir erleben, dieses neue John in unserer Welt, was eines Tages vollendet wird. Und jetzt weißt du auch, warum dieses Buch Joel so gut zu unserem Jahresthema Hoffnung passt und dass wir als Hoffnungsträger berufen sind, einen Unterschied zu machen. So, in der letzte Predigt Sonntag haben wir gelesen, in Kapitel 3, dass Kapitel 4 nicht einfach so anfängt. Es kommt nicht einfach so. Man wird sicherlich überraschend kommen, aber es kommt nicht einfach so. Da gibt es Zeichen auf der Erde, im Himmel, die passieren werden, bevor das kommt. Wann es kommt, das wissen wir nicht. Das weiß nur einer. Das weiß nur der Vater. Das weiß nicht mal der Sohn. Nicht mal Jesus weiß das. Aber der Vater weiß, wann es passieren wird. Und was wir wissen, was bis dahin alles passiert ist, dass wir wissen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Das ist doch eine tolle Perspektive, oder? Bis dahin, jeder, der Jesus kennenlernt und den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist eine tolle Sache. Und dann geht es ins Kapitel 4. Und das Kapitel 4, das fängt auch spannend an. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt. Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es nämlich, denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, bezieht sich auf das Kapitel vor, was werde ich da machen? Da werde ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden. Und wenn das passiert, will ich. Also halte das will ich auch fest. Aber vielleicht kurz was zu diesem wunderbaren Vers, weil Gott wird auch etwas wenden. Nicht nur wir wenden, Gott wird auch etwas wenden. Und wenden bedeutet umkehren, wenden bedeutet wiederherstellen. Und was wendet er? Das Geschick. Man könnte auch anders übersetzen, das Schicksal eines Volkes. Ein interessantes Wort im engeren Sinn, könnte man auch sagen, die Gefangenschaft wird er wenden. Da waren Leute in Enge. Jedes Mal, wenn das Wort wenden verwendet wird, dann geht es darum, dass etwas, das in einer notvollen Lage war, zu etwas Besserem gebracht wird. Da entsteht was Gutes daraus. Also Gott wendet etwas zum Guten. Und ich finde es so toll, was das gibt uns, wo ich den Vers gelesen habe, boah, das gibt mir ein richtig gutes Gebet. Wo ich auch ins Gebet gehen darf und sagen, Jesus, bitte wenden. Bitte wende das. Und ich glaube, ich bete genau das, was Jesus auf dem Herzen ist, weil er wird es eines Tages tun. Bitte wenden. Und was geschieht, wenn Gott das Schicksal wendet? An diesem Tag, will ich. Und dann wird es weiter ausgeführt. Das erste ist, an diesem Tag will ich alle Völker zusammenbringen und sie richten. Und es wird beschrieben von Vers 2 bis Vers 16. Und jetzt kommen die drei Folgen aus Kapitel 2 wieder rein. Das hat irgendwas mit der Befreiung von Feinden zu tun. Das wird nämlich da beschrieben, Befreiung von Feinden. Das ist das Erste, was Gott tut. Das Zweite, will ich? Für mein Volk paradiesische Zustände verwirklichen. Das lesen wir ganz am Ende, ganz spannend. Wie das hier korreliert mit der Wiederherstellung des Wüstenlandes. Und hört mal, wie das Joel beschreibt. Der sagt da, zur selben Zeit, wenn das passiert, werden die Berge von Most triefen. Stellt euch das mal vor, die Berge werden von Most triefen und die Hügel von Milch fließen. Und alle Bäche, die in Juda werden voll Wasser sein. Und es wird eine Quelle ausgehen vom Hause des Herrn, die wird das Tal Schittim bewässern. Irgendwie ein Bild im Kopf? Siehst du das, was er da beschreibt? Und dann gibt es noch ein drittes. Ein drittes will ich für immer bei ihnen wohnen. Gottes Gegenwart unter den Menschen. Da haben wir wieder diese drei Punkte aus dem Kapitel 2 zusammen. Und was ihr hier seht, das sind meine Worte. Zugegeben, wir haben ja schon gemerkt, der Joel, der war ganz anders
in seiner Fähigkeit, Dinge zu beschreiben. Der hat es viel bunter und interessanter gemacht und ausgeschmückter, als ich das tue. Da können wir nachlesen, auch was er für krasse Bilder verwendet, auch um die Schuld der Leute anzuklagen. Das verwendet er so Sachen wie: Mädchen habt ihr für Wein verkauft oder Gottes Gold in euren eigenen Tempel gebracht. Und dann redet er mal so nach dem Motto: Hey, ihr wolltet Krieg und ihr könnt Krieg haben mit mir. Und dann sagt so kommen dann diese Aussagen: Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße. So umgedreht vom paradiesischen Denken, wenn wir unsere Schwerter zu Pflugscharen machen. Aber das ist die Sprache, die er da verwendet. Und am Ende heißt es auch mal: Gott wird brüllen. Und am Ende wird der Himmel und die Erde werden erbeben. Und ich habe das so gelesen und dachte: Was macht Gott hier? Warum redet er so? Und dann wurde mir klar: Gott hat eine Absicht. Gott möchte, dass die Menschen zur damaligen Zeit verstehen, was Gottes Pläne sind. Und deshalb hat er so mit ihnen gesprochen. Und mir ist wieder Hebräer 1 eingefallen. Da heißt es doch: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott durch die Propheten zu unseren Vorfahren, damit sie das verstehen konnten, was Gott tun will. Weil es ist manchmal gar nicht so einfach, Zukunft zu erklären. Oder stellt euch mal vor, ihr hättet eurem Uropa vor 80 Jahren das Internet erklären müssen. Wie hättet ihr das gemacht? Wäre nicht so einfach gewesen. Und hier versucht Gott, seinen Leuten damals zu erklären, was irgendwann kommt. Und wir versuchen jetzt, mit unserer Begrenztheit an diese Bilder ranzugehen und sagen: Hey, was bedeutet das denn jetzt? Und wo ist dieses Tal? Und was, Herr Gott, was willst du da sagen für uns? Und ich merke, wir kommen da an Grenzen. Also ich lade euch gerne mal Bibelkommentare zum Buch Joel aus, da könnt ihr da drin forschen, wie das manche versuchen. Aber ich merke, wir kommen an die Grenzen. Und ich bin so froh, dass Gott es nicht nur dabei gelassen hat, damals zu unseren Vorfahren durch die Propheten zu sprechen, sondern dass Gott konstant redet und dass er durch seinen Sohn zu uns gesprochen hat. Und so wie es im Hebräer heißt, lass mich das nochmal sagen: Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und ich möchte jetzt noch euch kurz möchte ich euch am Ende noch in diese drei Punkte, diese drei Folgen, diese drei Ereignisse, die wir in der Zukunft erwarten, die möchte ich jetzt euch noch aus der Perspektive von Jesus ein bisschen malen. Ja, da möchte ich euch hinnehmen, aus der Jesus-Perspektive die drei zukünftigen Ereignisse, von denen wir gehört haben, möchte ich mit euch kurz betrachten. Und diese drei Ereignisse seht ihr hier nochmal: Gottes Gegenwart unter den Menschen, oder? Habt ihr das noch? Das war die eine Sache. Das zweite war das Gericht, also Feinde weg. Und das dritte war die Erneuerung der ganzen Schöpfung. Das, was wüst ist, wird wieder aufleben. Und kurz mache ich das deshalb, weil ich wenig Zeit habe und weil es jeder Punkt eine lange Predigtserie für sich wäre. Aber ich möchte euch einladen, euch darüber Gedanken zu machen. Und vielleicht helfen dir ein paar wenige Erklärungen von mir jetzt für den ein oder anderen Perspektivenwechsel und möglicherweise auch, um Hoffnung zu schöpfen. Das ist das, was die zukünftigen Ereignisse mit uns machen sollen. Die sollen uns Hoffnung geben, die sollen uns mit Hoffnung erfüllen. Und deshalb brauchen wir die richtigen Bilder im Kopf. Denn ihr wisst ja, wir Menschen denken in Bildern, stimmt's? Und das ist auch bei den drei Ereignissen hinter mir der Fall. Wir denken in Bildern. Bei allen drei. Wie kommen die Bilder in unseren Kopf? Das ist ganz einfach. Wir bekommen Informationen, wir lesen was, wie ich, den Joel, und dann versuche ich es zu interpretieren. Natürlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der mir das zeigen kann. Aber so entstehen Bilder im Kopf. Oder wir hatten andere, die uns versucht haben, das Bild, das sie im Kopf haben, in unserem Kopf auch zu malen. Genau, also wenn wir an die Zukunft denken, dann denken wir in Bildern. Wenn wir im Urlaub sind,
dann werden wir wunderschöne Sonnenuntergänge erleben. Ist jetzt gemein, weil ihr nicht im Urlaub seid. Aber ihr könnt euch das vorstellen, gell? So einen wunderschönen Sonnenuntergang, den zu erleben. Und so sagen wir das ja auch, wie die Sonne untergeht. Diese kleine Sonne am Horizont. Und während wir das sagen, wissen wir eigentlich genau, dass es nicht so ist. Die Sonne geht doch nicht da hinten unter, oder? Die Erde dreht sich um diese riesige Sonne. Und weil sie sich dreht, kommen wir irgendwann mal in den Schatten. Das ist der Sonnenuntergang. Aber in gleicher Weise und in gleichen Bildern reden wir ja auch von den Dingen, beispielsweise Jesus kommt oder er kommt wieder. Benutzen wir das Gleiche und das ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses, oder? Seid ihr unsicher? Der ist Teil unseres Glaubensbekenntnisses, das stimmt, die Bibel ist voll davon. Jesus kommt wieder. So wie er auf den Himmel, wie ihn der Himmel aufgenommen hat, so wird er in gleicher Weise wiederkommen. So lesen wir es gleich am Anfang der Apostelgeschichte. Doch früher bin ich, und jetzt also heute ganz ehrlich, in meinem Denken, ich bin da als Jugendlicher an meine Grenzen gestoßen. Ich dachte, okay, Jesus geht. Er geht weg. Und gleichzeitig haben wir die Zusage, dass er uns nie verlassen wird, immer bei uns wird, immer bei uns sein wird. Also ich habe das irgendwie nicht zusammengebracht, diese zwei Dinge. Wie kann das sein, wenn er im Himmel ist, dass er gleichzeitig hier ist? Und ich musste lernen, dass die Erwartung, dass Jesus kommt, nicht bedeutet, dass er gerade irgendwo im Urlaub ist, gerade weit weg ist oder so wie ein Raumfahrer, wie so ein Astronaut irgendwann kommen wird. Mein Problem war im Kopf, dass ich Himmel und Erde gesehen habe als Orte in der gleichen Dimension, im gleichen Raum. So nach dem Motto, wenn du hier heute Morgen sitzt, dann kannst du eigentlich nicht gleichzeitig im Livestream zu Hause sitzen. Das war mein Denken. Und ich musste entdecken, dass Himmel und Erde zwei völlig unterschiedliche Dimensionen sind. Dass wer im Himmel ist, der kann gleichzeitig auch überall auf der Erde gegenwärtig sein, ohne dass man einen bestimmten Ort reisen muss. Und dann ist mir noch aufgefallen, ja, der Himmel, der ist bildlich gesprochen ja so wie so ein Kontrollraum der Erde. Aber andere Dimension. Und dort sitzt Jesus, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und weil er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, wirkt seine übernatürliche Kraft auch heute. Gott heilt heute. Gott verändert heute. Seine Kraft ist gegenwärtig, auch wenn wir ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen können. Und ich finde es so wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus der König ist. Jesus König, das sind gute Nachrichten. Das sind wirklich gute Nachrichten. Er ist König. Und er regiert jetzt schon hier über diese Erde. Und irgendwann wird er kommen, auch zu diesem Land, das er in Besitz genommen hat. Wird dieses Land aufsuchen, das schon Teil seines Königreiches ist, und dort sichtbar wohnen. Das ist der Hammer. Der kommt, um hier einzuziehen. Und ich finde es so spannend, wenn man diese Gedanken weiterführt, dass gerade in der Bibel ja andere Wörter auch für kommen verwendet werden. Da heißt es zum Beispiel offenbar werden oder erscheinen. Wenn Jesus erscheinen wird, wenn er plötzlich sichtbar wird unter uns, finde ich ein spannender Gedanke. Und ich mag diese Perspektive. Jesus wird erscheinen, wo er bereits gegenwärtig ist. So cool, oder? Jesus wird erscheinen, wo er bereits gegenwärtig ist. Was für eine Hoffnungsperspektive. Jesus ist jetzt schon der König. Er regiert jetzt schon. Und irgendwann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Was für eine unglaubliche Hoffnung. Gottes sichtbare Gegenwart unter den Menschen. Das war der erste Punkt. So, ich habe noch zwei. Die mache ich kurz. Das Gericht.
Gericht ist auch eine unserer absoluten christlichen Glaubensüberzeugungen. Das Gericht, nur damit wir uns verstehen, ist nicht irgendwie eine Erfindung der Kirche, Menschen Angst einzujagen, sie unter Druck zu setzen und sie irgendwie zu was zu drängen. Ist nicht unsere Erfindung. Und auch hier musste ich umdenken, weil ich völlig andere Bilder hatte von in meinem Kopf von Gericht und die waren ziemlich verkürzt. So nach dem Motto, wo wirst du sein, wenn du am Ende bist und der Richter steht dir gegenüber. Und ich habe so ein Bild gehabt, da steht so ein grimmiger Richter, der so da sitzt und dann so seine Hand senkt. So, das war so mein erstes Bild. Ich weiß nicht, welches Bild du hattest. Aber ich musste merken, ich musste umdenken. Ich musste hier oben mal bitte sehr stark wenden in meinem Kopf. Und für mich war so Gericht, das passt ja wahrscheinlich auch heute in unserer Zeit, ist eher so ein bisschen tendenziell was Negatives, oder? So, man redet nicht so gerne über Gericht und ich muss vor Gericht. Also zumindest geht es mir so, dir kann es anders gehen. Aber welche Gefühle hast denn du bei Gericht? Unwohlsein? Angst? Was erwartet dich da wohl? Oder vielleicht auch so Genugtuung? Endlich kriegt mein Nachbar mal und mein Chef das, was er verdient hat. Könnte ja auch sein, dass wir die Gefühle haben, wenn wir an Gericht denken. Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir, dass Gottes kommendes Gericht eine durchweg richtig gute Sache ist. Es sind gute Nachrichten, dass Gericht kommt. So lesen wir das in der Bibel. Etwas, nach dem wir uns sehnen können. Wenn es kommt, dann können wir freuen, dann können wir jubeln. Da kommt was, was richtig gut ist. Weil in einer Welt, so wie ich das vorher auch schön mit dem Fernseher ausgemalt habe, voller Böses und voller Zerbrochenheit, da ist das Gericht wirklich gute Nachricht. Am Ende des Gerichts wird Gott die Welt ein für alle Mal wieder ins Lot bringen. Das wird durchs Gericht passieren. Leid, Sünde, Ungerechtigkeit, sogar der Tod wird beendet werden. Eine richtig gute Perspektive. Das Böse wird aus der Welt verbannt werden. Und da gibt es ja in Jesaja 11 so ein wunderbares Bild, wo der Wolf und das Schaf Seite an Seite liegen. Das ist ein Bild von dem, was durch das Gericht kommt. Und Menschen werden Gerechtigkeit erfahren. Und ich finde das ein wunderbares Bild für alle Ausgebeuteten, alle Versklavten, alle, die Leid erleben müssen. Für diese Menschen finde ich das so eine wunderbare Perspektive. Wenn man die sieht, auch während dem Gericht und sagt, wow, die bekommen jetzt Gerechtigkeit. Und dann finde ich das so spannend, auch nochmal neu zu gucken, dass da niemand Grimmiges sitzt, sondern dass da Jesus sitzt. Jesus sitzt, der alles erleiden musste, was diese Menschen erleiden. Der genau kennt, was jeder von uns durchmachen musste und der irgendwann jede Träne abwischen wird. Das ist das Bild, wenn wir das Gericht sehen, dass wir Jesus sehen. Und wir werden alle mal vor dem Richterstuhl, heißt es mal, stehen werden. Aber die Frage ist, mit welcher Haltung? Und die Bibel beschreibt uns, dass wir uns mit Freude das erwarten dürfen, dass das uns eigentlich Mut und Hoffnung geben soll. Dass es uns Frieden schenkt, weil wir wissen, für uns ist keine Verdammnis mehr. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat, dass wir jetzt schon gerechtfertigt sind und zur Familie Gottes gehören. Deshalb können wir da mit einer Leichtigkeit hingehen und auch mit einer Vorfreude, um irgendwann mal zu sehen, von all dem, was wir getan haben, wo wir mit Glaube und Liebe und Hoffnung unterwegs waren, was wird von dem alles seinen Weg in das künftige Reich Gottes finden? Und wir werden überrascht sein. Was? Ich habe dir was zu essen gegeben? Und zu trinken, wann habe ich denn das getan? Und ihr kennt wahrscheinlich diese Stelle. Was für eine Hoffnungsperspektive. Jesus wird als der Richter kommen und alles gut machen und Gerechtigkeit bringen. Und das dritte, passend auch dazu, die hängen ja alle drei miteinander zusammen, auch noch das dritte zukünftige Ereignis, die Erneuerung der Schöpfung. Und auch hier musste ich radikal umdenken. Ich hatte am Anfang so ein richtig schönes amerikanisch geprägtes Bild im Kopf, wie Jesus kommt als Raumfahrer und mich abholt mit seinem Space Shuttle und wir dann auf so die neuen Planeten irgendwo zusteuern. Ja, ihr lacht. Und auch hier musste ich umdenken und zu einer anderen Glaubensüberzeugung zu kommen, nämlich, dass wir nicht irgendwann in irgendeinen Ort
verschwinden irgendwohin, den wir irgendwie Himmel nennen, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt. Ich meine, das, was wir tatsächlich beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, das erfüllt sich tatsächlich. Das ist der Hammer, dass sich das erfüllen wird. Und die Bibel, ich kann euch sagen, ist voll von Bildern, die das beschreibt. Voll von wunderschönen Bildern. Am Ende in der Bibel, Offenbarung 21, da wird es mal beschrieben, wie so eine Hochzeit. Da kommt dieses neue Jerusalem, was ja auch so ein Bild ist für die Gemeinde und das Volk, das kommt auf die Erde runter, wie eine Braut, wunderschön geschmückt für ihren Bräutigam. Eine wunderschöne Braut, wunderbar geschmückt, kommt auf die Erde. Ist was völlig anderes, als wir so in dem Sprachgebrauch haben. Na, Hauptsache irgendwie nackt noch in den Himmel hoch. Ein bisschen mit Angst und was weiß ich, ein völlig anderes Bild malt uns die Bibel von dem, was kommen wird. Wisst ihr, Gott zerstört diese Schöpfung nicht. Wirft sie nicht weg. Er erneuert sie. Wie das genau funktioniert, fragt ein Christoph. Nicht mich. Aber es wird richtig gut. Es wird richtig gut. Diese Transformation zu erleben, das ist auch nicht nur ein bisschen, wenn Jesus kommt, wird es noch ein bisschen besser. So wird was Neues herausgeboren aus dem, was da ist. Und weil Jesus oder Gott ja durch Jesus gesprochen hat, das ist ja das Wunderbare, das, was mit Jesus stattgefunden hat, in der Auferstehung. Neuer Auferstehungsleib, Gott hat das genutzt, um was Neues zu machen, das dürfen wir auch erleben. Was für eine gewaltige Hoffnungsperspektive. Der Himmel kommt auf die Erde und alles wird in Christus zusammengefasst. Diese drei gewaltigen Perspektiven. Jesus ist der König und eines Tages werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jesus ist der kommende Richter und er wird alles gut und gerecht machen. Und wenn er kommt, dann bringt er den Himmel mit. Und alles wird mit ihm zusammengefasst. Das sind drei wunderbare Zukunftsperspektiven, die uns eine Hoffnung geben. Wisst ihr, das sind nicht nur Glaubensüberzeugungen und die tragen wir irgendwie in so einem Notizbüchle rum und die haben keinen irgendwie Einfluss auf unser Leben, sondern genau diese Zukunftsperspektiven, die sollen Einfluss haben auf unser Leben jetzt und heute, weil wir wissen, wo es hingeht. Wissen, wo die Welt hinläuft, können wir anders leben. Können wir uns innerlich positionieren als Hoffnungsträger in dieser Welt. Hättet ihr gedacht, dass Kapitel 4 von Joel uns dahin bringt, wo wir gerade geendet sind? Als wir dachten, wir beschäftigen uns mit Joel, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, wo der uns hinbringt. Dieses kleine Prophetenbuch. Und Joel hat eine Einladung für uns. Er sagt, bitte wenden. Bitte wenden. Wende und werde Teil der Geschichte Gottes. Vielleicht heute zum ersten Mal. Wende, leb mit mir. Bitte wenden, lass dich immer wieder in deinem Denken erneuern. Lass mir dir helfen, immer wieder neue Bilder zu kreieren. Und ich finde es super, dass der Heilige Geist uns hilft. An der einen Stelle in Johannes 16 sagt Jesus mal, ach Jungs, zu seinen Jüngern, ich hätte noch viel mehr zu sagen. Noch so viel mehr, es würde euch alles überfordern, ihr würdet nichts verstehen. Aber wisst ihr was, der Heilige Geist wird euch Stück für Stück die Wahrheit aufzeigen, Stück für Stück die richtigen Bilder malen. Und das ist auch die Einladung von Joel. Und er lädt uns ein, gemeinsam mit Jesus diese Welt zu wenden. Diese Welt zu wenden in ihre Bestimmung. Bitte wenden. Lass uns einfach noch Zeit nehmen, um uns Jesus zuzuwenden. Um ihn zu sehen, heute Morgen. Ihn als einen wunderbaren König, als den wunderbaren Richter, als den, der kommen wird, um Himmel und Erde zu vereinen. Jesus, danke, dass wir mutig vor den Thron kommen dürfen.
weil wir wissen, wer du bist.